Es ist immer schwierig, wenn man ein Zitat aus seinem Zusammenhang reißt und jemandem anderen präsentiert. Oft bekommt es dann eine ganz andere Bedeutung als die eigentlich angedachte und gemeinte. Das ist genauso mit den Bibelworten, die man sich aussucht, in dem Falle als Wort für die Woche. Wichtig ist, dass man auch hier den Hintergrund kennt, dann kann man besser verstehen und einordnen, was mit diesem Bibelvers gemeint ist und überlegen, was er für die Gegenwart austrägt. Deswegen, bevor wir uns dem Impuls für die Woche zuwenden, gilt es, sich vor Augen zu halten, was sagt wer zu wem. Der Vers stammt aus dem Prophetenbuch des Alten Testamentes, welches Sacharja heißt. Er ist Teil einer größeren Erzählung, in der der Prophet Sacharja eine Vision empfängt, die Zerubabel, den Gouverneur Judas, betrifft. Zerubabel stand vor der gewaltigen Aufgabe, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Eine Aufgabe, die unüberwindlich erschien. Das prächtige Bauwerk war von den Babyloniern zerstört worden und nun hatte der Kaiser Kyros endlich die Erlaubnis gegeben, dass die Gefangenen und Verschleppten des Volkes Israel wieder in die Heimat zurückkehren und auch jenen Tempel erneut aufbauen durften. Dabei war der Tempelbau nicht nur eine physische Herausforderung, sondern auch eine geistliche. Er symbolisierte die Wiederherstellung der religiösen und nationalen Identität Israels nach der babylonischen Gefangenschaft. Fragen waren aufgebrochen im Volk Israel. Wie konnte Gott zulassen, dass sein Haus zerstört wurde? Wohnte Gott jetzt nicht mehr an diesem Ort? Wo war er zu finden, wenn man ihn suchte? Mit der Zerstörung des Tempels ging auch die Vorstellung von Gott, die bisher galt, zu Ende. Und schnell sind wir in unserem Heute angekommen. Wenn irgendetwas in unser Leben einbricht, wenn etwas zerstört wird, was wir für unzerstörbar hielten, dann bricht für uns eine Welt zusammen. Das gilt auch für den Bereich des Glaubens. Wenn Gott dann so ganz anders ist, als wir es uns gedacht haben, was ist dann? Und sich dann an die Arbeit zu machen und wieder neu aufzubauen, was zerstört worden ist, aber dennoch ein wenig anders, vielleicht ist das die hohe Kunst des Lebens in jedem Bereich. Und nun machen sich die Menschen in Israel ans Werk. Und an dieser Stelle erscheint jetzt der Impuls für die Woche, denn der Prophet macht Mut und sagt im Namen Gottes: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Und plötzlich wird deutlich, nicht die Menschen in Israel allein werden in der Lage sein, den Tempel wieder aufzubauen, oder anders gesagt, nicht wir Menschen allein werden es schaffen, irgendwelche Glaubensgebäude oder unser Leben allein in den Griff zu bekommen. Gottes Aussage, dass dieser Wiederaufbau nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen soll, betont die Überlegenheit göttlicher Macht über menschliche Anstrengungen und Ressourcen. Und genau diese Macht stellt uns Gott zur Verfügung. Von Pfingsten herkommend, der Erinnerung an die Sendung des Heiligen Geistes, verstehen wir Menschen plötzlich, ohne Gottes Geist bleibt menschliches Handeln unvollendet. Oder anders formuliert, weil Gott seinen Geist den Menschen schenkt, werden wir Dinge errichten können, die wir aus eigener Kraft nicht geschafft hätten, die aber dennoch und gerade deshalb und uns selbst und unser Leben und diese Welt zur Vollendung bringen können. Es geht nicht darum, die Welt jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen, sondern es geht darum, sie mit der Hilfe Gottes zu dem zu machen, was sie von Anfang an war, ist und sein soll. Gottes wunderbare Schöpfung mit dem Prädikat sehr gut. Dieser Vers zeigt uns aber auch gerade in diesen fürchterlichen politischen Umbruchssituationen, in denen Krieg und Terror, der im Moment die Erde überzieht, dass auf dieser Welt nichts verändert wird durch menschliche Stärke oder militärische Macht, sondern allein und ausschließlich durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Dies hebt die Notwendigkeit hervor, auf Gottes Führung und Kraft zu vertrauen, anstatt auf menschliche Planung und Kontrolle. Es ist und bleibt eine Erinnerung daran, dass
Egal wie herausfordernd oder unmöglich eine Aufgabe erscheinen mag, nichts außerhalb der Reichweite oder des Willen Gottes liegt. Wir sind aufgefordert, in allen Lebensbereichen uns mehr auf das Wirken des Geistes als auf uns selbst zu verlassen. Dieses gilt auch im kirchlichen Bereich und für alle Anstrengungen, Menschen für die Sache Gottes zu begeistern. Und für mich persönlich bedeutet das, in all meinem Denken und in all meinem Aktionismus, mich immer wieder daran zu erinnern, Gottes Geist ist es, der beides schafft, das Wollen und das Vollbringen. Heiliger Geist, ich brauche dich in meinem Leben so nötig wie die Luft zum Atmen. Schenke mir die tiefe Weisheit und Erkenntnis, dich um Hilfe zu bitten, bevor ich selber handele, und dich hineinzuziehen, bevor ich beginne zu denken. Sei du in mir, damit ich vor mir selbst und vor dir bestehen kann. Amen.